Hi und herzlich willkommen zurück. Hier ist eure Bionanu. Ja, ich habe heute Zeit und Lust und irgendwie wollte ich gerne Winkeltier spielen. Das ist ein Spiel, das mich immer wieder gefesselt hat. So ähnlich wie Sims 1 damals. Ein Spiel, was man immer wieder mal gerne aufgemacht hat. Ich würde euch gerne mal was zeigen. Einen Shop, den habe ich schon ein paar Stunden gespielt. Zum Halbmond. Und dieser Shop ist vom Aufbau her sehr interessant. Ich zeige euch mal, was ich hier gemacht habe. Ach, der hat den Spielstand gar nicht übernommen. Okay. Oh, da muss eigentlich noch was hochgeladen werden. Ich habe festgestellt, diese großen Steine, diese Deko-Objekte, bringen eine sehr gute Attraktivität. Ah, zahle Schulden heute. Moment. Dann muss ich noch ein bisschen nachspielen, aber das soll für euch kein Nachteil sein. Dann kann ich euch nämlich zeigen, was ich da gemacht habe. Ich habe herausgefunden, dass es eine Variante gibt, die Ladenfläche möglichst klein zu halten und trotzdem relativ viel unterzubringen. Ich verkaufe erstmal die Sachen, die wir hier nicht brauchen. Auch die kleine Palette. Ganz wichtig in diesem Spiel, wenn ihr das noch nicht selber gespielt habt, ihr braucht wirklich Lagerfläche. Lagerfläche ist sogar noch wichtiger als Verkaufsfläche. Ah, es gibt bisher nur diese Paletten, okay. Die großen Paletten bringen auch insgesamt mehr. Ja. Ich lege mal hier noch eine hin. Wir haben ja, wie ihr seht, hier die Spezialisierung auf die Schneiderei. Das heißt, ich verkaufe erstmal wirklich nur Kleidung. Wir müssen jetzt die Schulden bezahlen. Wie mache ich das am besten? So, Ladenattraktivität, das ist sehr wichtig. Das bestimmt, wie viele Kunden kommen. Das kann auch mal weg. Ich baue uns jetzt erstmal einen großen Schrank hin. Der lässt sich nämlich viel effektiver befüllen. Der große Schrank kostet 186 und die kleinen 98. Also wenn ich davon zwei haben würde, würde ich ungefähr 200 zahlen. Das ist hier wirklich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. So. Und weil ich das nicht mag, wenn ich nicht sehe... Huch, das soll ja gar kein... Das soll ja gar kein Lagerschrank sein. Wie teuer ist denn der? Genauso viel? 164, der ist sogar billiger. Okay. Nein, Moment. Ich will die Variante Komplettnutzung. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum wird der denn so angezeigt? Der wird hier falsch angezeigt, okay. Ah ja. Okay, wie auch immer. Der Tisch, der kann hier auf die Seite. Ich mag es mal, wenn man in die Schränke reingucken kann und dann gleich sieht, was fehlt. So, hier hinten können wir das Lager hinmachen. Aber irgendwie gefällt mir das auch nicht so richtig. Deswegen baue ich hier mal gleich ein bisschen um. Ich habe das bei jemand anders abgeguckt. Der hat das Lager im wahrsten Sinne des Wortes ausgelagert. So. Den Laden kann man hier zurückbauen. Und ehrlich gesagt muss ich hier noch ein bisschen was anderes ändern. Ich hätte hier nämlich gerne Türen drin. Zumindest hier und auf der Seite. Damit man da bequem rein und rausgehen kann. So. Der Stein, der kommt erstmal an den äußersten Rand. Diese Steine sind am Anfang ziemlich cool, gerade wenn man wenig Geld hat. Die bringen eine ganze Menge. So, der Schrank. Der soll doch eigentlich kein Lager sein. Kann man den irgendwie... Moment, hier stimmt doch was nicht. Ich will den wirklich als Ausstellungsfläche. Genau. Dann kommt da jedes Item einmal rein und die Schuhe zweimal. Okay. Den machen wir jetzt hier hin.
Das muss auch nicht so weit hinten stehen. Ja. Da können wir hier das nochmal abschneiden. Ja. Okay. Und hier können wir noch ein extra Lager bauen. Das mache ich dann hier einfach hier oben hin. So, mit schäbigem Boden, warum auch nicht. Wir brauchen erstmal nur, würde sagen, drei reichen eigentlich. Da kommen hier mehrere Eingänge hin, damit man auch wirklich bequem rankommt. Das würde jetzt zu lange dauern. Ich mache einfach Folgendes. Ich lasse die da stehen, kaufe hier neue und verkaufe dann die anderen. Dieses Rumgeschleppe, das dauert sonst einfach zu lange. So. Wenn man es richtig effektiv nutzen will, könnte man auch noch die Dinger holen. Ich guck mal gerade, die haben noch 10. Da werden 10 Kisten angezeigt. 10 Lagerplätze. Die kleinen haben 5. Die hätten auch 10. Kostet beides das gleiche. Wenn man das Lager wirklich effektiv nutzen will, muss man es am Anfang eigentlich so machen. Aber ich finde so ein bisschen... Also dieses Ding hat wirklich 10 Plätze und das Ding hier unten hat 25. Also ja, eigentlich muss man die hier zuerst holen, ne? So. Okay, mehr Geld haben wir nicht. Also nochmal einen Schritt zurück, das kommt weg. So, ja. Dann haben wir das hässliche Lager da hinten. Und die kleinen verkaufe ich jetzt hier. Ein bisschen Geld brauchen wir übrig für die Schulden. Und eigentlich hätte ich gern noch ein Regal. Dann haben wir gleich die Verkaufsfläche, die wir brauchen. So. Und das gefällt mir nicht. Ich hätte die gerne nebeneinander. Also muss ich nochmal kreativ werden. Nochmal bauen. Gut, dass man das ja so gut verkaufen kann. Naja, das würde nicht passen. Okay. Moment. So. Und der Boden. Nee, nicht übernehmen. Moment. Diese Änderung übernehmen? Nein. Ja, zurücksetzen. Die hakeln sich hier zusammen. So. Ich muss mal kurz... Warum geht das nicht? So. Die brauchen erstmal ihren Platz, sonst will er die gleich verkaufen. Also. Eine normale Wand. Ich möchte die beiden nebeneinander. Dann mache ich hier 2 hin. 3. Den nehmen wir weg. Dann bestätige ich erstmal. Und dann setzen wir die beiden hier einfach mal nebeneinander. So. So kann ich bei Bedarf ja auch noch rausgehen. Diese kleine Lücke reicht. So, und hier kann man dann kaufen. Oder ich mache es so, da können die Kunden dann noch besser ran. Ja genau, dann können die hier schön einkaufen. So hat man alles im Blick, finde ich irgendwie besser. Hier unten ist der Verkaufstisch. Den könnte man auch noch so hinstellen vermutlich. Meine Katze quakt gerade, ich mache mal kurz Pause. Ja, die Katze, die hatte gerade Mitteilungsbedarf. Also so könnte man den auch noch hinstellen, aber irgendwie ist nicht so meins. Ich lasse den einfach mal so. So. Und dann befülle ich den Schrank hier auch. Erst mit den teuren Sachen und mit den günstigen. So. Müsste eigentlich okay sein. Die günstigen Schuhe sind jetzt hier nicht doppelt drin. So, kann ich noch was herstellen? Ist immer die Frage. Ja, wir könnten noch 2, 3 Hemden herstellen. Ein bisschen Material immer mal übrig lassen, wenn man im laufenden Geschäftstag oder am laufenden Geschäftstag noch was herstellen muss. Hab's halt nicht so mit reden, ne?
Also wenn eure Kunden kommen und sie wünschen sich irgendwas und ihr habt es nicht mehr auf Lager, ist das natürlich ganz schön, wenn man es schnell herstellen kann. Und es geht doch wesentlich einfacher, als zu warten, bis mal der Händler vorbeikommt. Ich kaufe mal in der Zwischenzeit noch was ein. So, Leinen. Hiervon haben wir 6, dann haben wir da 4. Ein bisschen Vorrat ist wirklich wichtig. Immerhin können ja auch die Räuber kommen oder irgendwelche Events. Und wenn ihr dann zu wenig Material habt, habt ihr auch automatisch zu wenig Waren irgendwann. Ja, also diese Ladenausrichtung ist für den Anfang super. Also selbst wenn ich nicht nur schneidern möchte, sondern noch ein anderes Produkt habe, was ich verkaufen will, eine andere Produktgruppe, dann würde der zweite Schrank auch erstmal reichen. Damit kann man schon sehr, sehr viel anbieten. So, wie ihr seht, mein Lager hier oben ist schon wieder voll. Ich muss gucken, dass ich das möglichst schnell erweitere und dass ich auch die Attraktivität, die jetzt leider nur noch auf 3 ist, möglichst schnell hochschraube. Denn je mehr Kunden, desto mehr Geld. So, hier ist das erste leer. Und zwar die teuren Stiefel. Wenn ich jetzt kein Leder geholt hätte, könnte ich das nicht mal nachfüllen. So. Okay. Ich habe ja zum Glück wieder ein bisschen Platz, also gucke ich mal, dass ich neues Leder bekomme. Möglichst immer auch eine gerade Zahl. Die Stiefel brauchen ja mal 2 Leder. Wolle habe ich mehr als genug, also könnte ich noch 2 holen. Vielleicht noch 2 Leinen, aber das geht gerade nicht. Okay. Dann stelle ich nämlich schnell nochmal die teuren Stiefel her. Und würde dann noch tatsächlich den Rest von meinem Geld erstmal genau dafür ausgeben, dass wir die Attraktivität wieder ganz schnell hochsetzen. So. Ich habe sogar noch eine Idee. Übergangsweise muss man manchmal den Laden zurückbauen, weil man Geld braucht, um einfach mehr Gegenstände zu holen, um mehr Kunden anzulocken. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass man genug Kunden hat. Das ist wichtiger als die Ladengröße und die Größe der Auslage. Diese Attraktivität vom Geschäft zu erhöhen. Ist tatsächlich, könnt ihr mal das hier probieren. Das Allerwichtigste im Spiel. Ich weiß nicht, ob die Kunden jetzt hier noch gut rankommen. Ich will es auch eigentlich nicht riskieren, muss ich ganz ehrlich sagen. So haben sie gut Platz. Ich könnte auch eigentlich so machen. Und hier nochmal das Stück verkaufen. Dann habe ich wieder Geld übrig. Hier komme ich trotzdem noch ran. Okay. Ist jetzt ein bisschen knapp, ja. Was müsste eigentlich so gehen? Ich schieb's mal nochmal ein bisschen zur Seite. So, okay, kaufen. Ich habe ja da jetzt ein bisschen Platz. Moment. Ich muss mal nach draußen. Hier lassen wir noch ein bisschen Platz fürs Lager. Und hier hinten. Guckt euch ruhig die Steine an. Ich finde, die haben wirklich eine gute Bilanz. Der hier, der kostet 90 und bringt 150 Herzchen. Der 65 bringt 105. Das heißt, mit dem hier macht ihr 40 plus und mit dem hier sogar 60 Herzchen plus. Der macht minus, der macht minus. Und so kann man dann alle durchgucken. Von 85 auf 140 sind auch keine 60. Bei dem auch nicht. So würde ich denn euch raten, alle durchzuschauen. Von 135 auf 220. Also 70, 65, 75, 85 plus. Plus?
Nicht schlecht. Müssen wir uns merken. So, ich gucke mal alle durch. Der macht 65 plus. So. Der hat auch nicht so viel. Der macht immer ein 70 plus. Ja, das Fass ist auch schon nicht schlecht. Und der hat 20, 60. Nee. Nee, nee. Also wir können insgesamt sagen, dieser Tischkerzenhalter, der bringt richtig viel. Der ist zwar auch ziemlich teuer. Mal gucken, was der Mülleimer bringt. 40 immerhin. Der ist ziemlich teuer, aber wir können mal ihn aufstellen. Wow, das hat sich gelohnt, ne? Und dann stellen wir draußen noch ein paar von den großen Steinen auf. So habe ich den letzten Laden ein bisschen beliebter gemacht. Und vor allen Dingen hier hinten stören sie nicht. Im Laden muss man ja die Ladenfläche mitbezahlen. Hier den kleinen noch aufzustellen, würde sich jetzt nicht lohnen. Die Attraktivität, die steigt zwar, aber nicht so rasant. Wir behalten mal lieber das bisschen Geld. Da können wir den nächsten Einkauf schneller tätigen. So. Und den müssen wir nochmal hier umstellen. Der kommt einfach hier unten in die Ecke. Und das machen wir hier erstmal zu. So, in der Hoffnung, dass das jetzt noch funktioniert. Aber die Leute quetschen sich eigentlich durch jede Lücke. Eigentlich müsste es so funktionieren. Steht ja nichts direkt am Eingang. So, hier fülle ich mal noch schnell auf. Nach Material müsste ich nach dem ersten Einkäufer hier auch schon wieder gucken. Also ich habe ja bloß noch, obwohl im Schrank sind drei Paar dunkelbraune Stiefel. Und im Regal, im Lager, habe ich nur noch einen. Die bringen 48 im Verkauf. Das ist nicht schlecht. Das heißt, die müssen wir mal schön vorrätig haben. So. Ich gehe zu den Händlern immer kurz bevor die wieder los wollen. Diese gelbe Leiste zeigt euch ja, wie lange die noch da bleiben und warten. Wenn die Kunden noch schnell was kaufen, dann habe ich mehr Geld zur Verfügung. So, und jetzt. Man kann natürlich auch den Händler dadurch verpassen. So, Holz brauche ich nicht. Holzlatschen haben wir noch ganz viele. Wir könnten rein theoretisch Suppen mitverkaufen, weil ja bald dieses Brot-Event noch kommt. Da können wir Lebensmittel mit einkaufen. Ich hole mal noch zwei Schuhe. Und mehr hat er nicht. Gut, weil das Holz hier so günstig ist, nehme ich mal doch noch vier Stück mit. Da können wir noch mal zwei Holzschuhe herstellen. Das mache ich auch direkt, damit mir das Lager nicht so doll verstopft. Denn viermal Holz ist natürlich mehr Platz als zwei Paar Schuhe. So. Was fehlt denn hier schon wieder? Irgendwas muss ich einkaufen. Oh, komm mal her. So, ich nehme noch mal Suppen mit. Hemden haben wir noch. Die Schuhe, die machen 17%. Also hier steht, wenn ich den Cursor drauf halte, sieht man ganz unten in dieser Liste, die da aufploppt. Der Wert ist 28. Da gibt es dann noch einen Bonus. Das heißt, der Preis ist 31. Wir verkaufen für 48. Das heißt 17 Profit. Das lohnt sich auf jeden Fall, hier ein paar Schuhe mitzunehmen. Gerade weil mein Lagerplatz nicht so groß ist. Da muss man manchmal Dinge zukaufen, wenn die sich einigermaßen lohnen. So, hier unten habe ich ja doppelt die Schuhe drin. Da würde ich jetzt einmal ummodeln. So. Und dann verkaufen wir jetzt ab heute auch noch Suppen. Erntetag, genau. Die Leute kommen ja zum Lebensmittel zu holen.
Wir haben noch nicht so viele Lebensmittel verkauft, deswegen können wir jetzt erstmal nur die Suppe anbieten. Dadurch, dass ich jetzt gerade noch 6 gekauft habe, lohnt sich das sogar. Ich habe sie quasi mit einem Rabatt eingekauft, weil ich irgendwie noch im Hinterkopf hatte, dass kurz nach dem Frühling das Erntefest ist. Und deswegen werden die sich auch gleich gut verkaufen. Die gehen mit Sicherheit alle 6 noch raus. Mal Hose haben wir da drüben auch und die Schuhe. Hoch. Das heißt, ich lege mal hier großzügig Suppen aus. Die Leute werden mir das gleich aus der Hand reißen. Habe ich jetzt die Holzlatsche noch im Angebot? Ja. So, am ersten Tag des Erntefestes ist meistens noch nicht so los. So viel los, aber am zweiten Tag, da reißen die einem die Sachen wirklich aus den Händen. Also auch wenn Events kommen, wie zum Beispiel die mit den Dieben oder die mit dem Krieg, kauft, wenn ihr diese Meldung habt, noch großzügig ein. Denn es kann sein, dass es dann ein paar Tage Preise gibt, die sich kein Mensch leisten kann. So, Schuhe nehme ich nochmal mit. Und natürlich Wolle. Wenn Wolle günstig ist, immer mal mitnehmen. So. Jetzt gucke ich mal, wovon ich wenig habe. Leinen habe ich leider gar nicht, aber die Schuhe können wir auch noch herstellen. Das mache ich auch direkt. Und als nächstes müssen wir wieder Leinen holen, damit wir wieder diese Arbeitshosen herstellen können. So. Also ich gucke immer mal wieder nach oben links auf diese Liste, was ich noch im Lager habe. Wenn ich merke, die Bestände gehen runter, dann muss ich da sofort nachkaufen. So. Also von dem Gewinn, den wir jetzt gemacht haben, werde ich mal versuchen, ob wir das Lager noch vergrößern können. Ob wir uns da noch irgendwas leisten können. So, wir wollten ja noch Hosen. Die würden wir hier mit 9 Profit verkaufen. Leinen hat der nicht. Aber wir nehmen mal ein paar Hosen, bevor wir uns das nicht mehr leisten können. Und noch ein paar Suppen, denn die Leute werden uns ja gleich die Suppen wegkaufen. So, das ist gut. So ist das Lager einigermaßen ausgeglichen. Die billigen Sachen hat man immer ein bisschen mehr. Die werden noch eher gekauft. Und die teuren Sachen hat man immer ein bisschen weniger. Die werden am Anfang ja auch nicht so doll nachgefragt. Also ihr könnt euch als Schneider immer darauf verlassen, selbst wenn ihr im Lager 40 Hemden und 40 Holzschuhe habt, die werdet ihr los über die Spieldauer. Und die etwas teureren, später die Mäntel und die teuren Hemden zum Beispiel, die werden nicht ganz so doll nachgefragt. Davon reicht das, wenn ihr die Hälfte im Lager habt. So. Was fehlt denn hier? Hier fehlen tatsächlich schon die Suppen. Sag mir bitte, du hast Suppen dabei. Nein, aber er hat Leinen. Da können wir dann nochmal billig Hosen herstellen. Ich nehme jetzt wieder eine gerade Zahl. Nehmen wir 12. Und wir könnten noch ein paar gute Hemden mitnehmen. Das war es auch schon, okay. So, ich fülle mal schnell nach. Suppen haben wir nicht mehr so viel. Aber gute Hosen. Seht da, und jetzt stehen die hier Schlange. Okay, ganz schnell Hosen herstellen. Und dann muss ich Suppen bestellen. Denn die werden jetzt hier angefragt ohne Ende. Gut, dass ich so viele gekauft hatte, ne? Die haben sie mir schon unterm Hintern weggerissen. Also wenn man solche Events schon im Hinterkopf hat, kann man sich darauf vorbereiten. So. Ja. Im nächsten Jahr kann man sich dann besser darauf vorbereiten. So. 14 Stück. Ich hoffe, die kommen noch rechtzeitig an. Dann werde ich da überall. So, die werden jetzt ganz schnell weggerissen. So. Okay. Also wie ihr seht, rucki-zucki waren die alle weg. Ich habe 14 bestellt, 8 habe ich noch. Das war ein guter Tag. Wir haben 604 verdient. Also wenn ihr solche Events hier habt, richtet euch drauf ein, weil das lohnt sich. Auch die Alchemie-Messer. Wenn ihr dann Alchemie-Sachen verkauft, ist das super.
Wenn das angekündigt wird, kauft schnell ein. 604. Also, ich möchte ein bisschen mehr Lagerplatz, um Rabatte mitzunehmen. Ich habe gerade mal keine Lust, irgendwie rauszugehen in mein kleines Lager. Deswegen packe ich es mal kurz hier hin. So, dann packe ich den da hin und dann gehe ich raus. Mal gucken, ob es noch irgendwie passt. Kriegen wir den dann noch mit rein? Die Antwort ist ganz klar nein. Okay, dann muss ich es ein bisschen umbauen. Noch eins breiter machen. So. Dann gucke ich mal, ob die alle nebeneinander passen, ob das vielleicht besser ist. Wo ist denn jetzt das Problem? Ist die Tür das Problem? Ich muss da doch nur drei Dinger reinkriegen. Kann da nicht so schwer sein. Nebeneinander müsste es auf jeden Fall gehen. So, wenn es nicht mehr rot ist, dann kann man es auch hinsetzen. Stehe ich da etwa im Weg? So. Okay. Nee, da muss ich hier noch einen hinsetzen. Okay, gut zu wissen. Na, man lernt nie aus. Man muss hier auch so ein bisschen rumprobieren. Was ist eine große Palette? Ja, ist eine große Palette. Die lohnt sich auch. So. Okay, jetzt habe ich wesentlich mehr. Ihr seht ja 102 Lagerplätze. Da kann ich das hier wieder ein bisschen kleiner bauen. Ja, manchmal ist es ein bisschen friemelig und fummelig. So. Okay, das Lager ist erweitert. Und hier hinten setze ich mal noch welche von den großen Steinen hin. So, mal gucken. 90, das war ja der, der so rentabel war. So, und dafür brauche ich keine neue Ladenfläche. Mal gucken, welche noch einen hinsetze. Ob ich dann auf Attraktivität 8 komme. Noch nicht ganz. Würde ich noch so einen Kerzenständer nehmen? Den müssen wir aber nach drin setzen. Der bringt nämlich auch richtig viel. Haben wir ja festgestellt. Den stelle ich dann hier hin. Jetzt fehlt es so noch ein ganz bisschen Attraktivität. Hilft der Baumstamm? Ja, wir kommen gerade so auf die 9. Also seht ihr, das lohnt sich immer mal ein bisschen zu gucken. Gerade so. Ich muss hier im Auge behalten, wir müssen bald 77 Münzen in 2 Tagen bezahlen. Also nicht bald, sondern direkt in 2 Tagen. Aber unser Lager ist voll. Wir haben jetzt auch Suppen im Angebot. Ich habe ein bisschen zu viele gekauft, ja. Aber vielleicht nehmen wir die auch fest mit ins Angebot. Dann haben wir 2 verschiedene Warengruppen. Das lockt hoffentlich mehr Kunden an. Unsere Attraktivität hat sich jetzt innerhalb von kurzer Zeit von der 3 auf die 9 erhöht. Das heißt, wir werden deutlich mehr Kunden bekommen. Und wenn ich schnell genug die Sache einkaufe, verkaufen wir auch sehr viel mehr. So. Also ihr seht, es kommen jetzt wirklich Leute, Leute, Leute. Und bei so einem kleinen Laden, wo man sich kaum bewegen muss, braucht man auch noch keine Angestellten. Da kommt man sehr gut ohne klar. Seht mal die Leinen. Die sind in sehr guter Qualität, schon in der blauen Qualität. Die sind natürlich super, um die Hosenproduktion hochzuleveln. Ja, die Schuhe und sogar mit Rabatt würden 7 Profit kriegen. Wir würden 7 Profit bekommen, so. Und bei denen hier nur 4. Aber Schuhe möchte ich selber herstellen. So, dann haben wir jetzt hier nur die Leinen gekauft. Ich kann ja noch ein paar Heiltränke schon mal holen für die Alchemiemesse. Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir die loswerden. Machen wir mal 8 Stück. So. Diese Alchemiemesse ist nämlich bald. Das weiß man halt.
So, da fehlen die Eintöpfe. Da muss ich gleich mal nachgucken. So, jetzt kann ich bei ihm einkaufen. Und ich hole mir diesmal Wolle. Wir brauchen unbedingt Hemden, sehe ich gerade. Wir haben ja sehr viel Lagerplatz. Dann ein paar Schuhe. Also mit 10 Holz können wir 5 Schuhe machen. Hemden hole ich nicht. Die will ich ja selber herstellen. Nochmal ein paar Leinen. Und Leder. Ist ja alles sehr, sehr günstig. Schade, dass er nicht noch mehr hat. Obwohl die Hemden hier sind wirklich billig. Ich nehme mal einfach ein paar. Schaden kann's nicht. So. Noch ein Händler? Moment, dann stellen wir erstmal was her und dann gucken wir mal. So, Hosen wollte ich auf jeden Fall. Wir haben bloß noch 5. Danach müssen wir die dunklen Stiefel herstellen. Ihr seht ja, mit den ziemlich guten Sachen hier levelt man unglaublich schnell. Und wenn wir erst über Level 30 sind, dann richtig gute Sachen herstellen. Seht mal, Handschuhe können wir jetzt auch machen. Eine neue Ware für den Kunden. So. Schuhe können wir herstellen. Die gehen immer weg. Also ich dachte, später im Spiel werden die nicht mehr so gut verkauft, aber das ist ein Irrglaube. Also selbst wenn ihr 100 Stück davon habt, ihr werdet die über die Zeit los. Ja. Dann stellen wir noch ein paar Hemden her, aber ich glaube, das reicht erstmal 17 Stück. So, ich hoffe jetzt bei ihm bekomme ich noch Sachen, um den Rest herzustellen. Er hat nochmal 6 sehr gutes Holz. Da leveln wir nochmal die Schuhe. Hiermit auch. So. Suppen können wir nochmal ein paar kaufen. 10 Stück, denke ich, reichen. Die Hosen sind günstig. Ach, mehr können wir nicht. Okay. Ich gehe mal hier ein bisschen runter. Guck mal, was er noch so hat. Leinen und sehr gute Schuhe. Ja, das lohnt sich. Okay. Dankeschön. Jetzt haben wir genug Stiefel. Die Schuhe können wir noch mal leveln mit dem sehr guten Holz. Und hier seht ihr auch die Wahrscheinlichkeiten. Also Qualität 4 herzustellen sind schon 15%. Und bei den 10. Ich level jetzt mal die Hemden. Ja. Denn je besser wir werden, desto bessere Sachen können wir herstellen. Und je mehr Sachen auch. Eine Tunika kann ich jetzt herstellen. Mal gucken. Für eine Tunika brauchen wir Leinen und Wolle. Das kaufe ich jetzt auch mal schnell ein. 4 Stück können wir uns leisten, okay. Und dann stelle ich die Hemden auch gleich mal her. 2 können wir uns leisten, so. Sehr schön. Wo ist denn noch Platz? Wir haben hier oben zweimal die Schuhe. Da packe ich die Heiltränke mit rein. So. Was haben wir links? Links haben wir die ganzen Schuhe und die Hose. Das heißt, rechts kann ich die Hose rausnehmen, die Schuhe und den Schuh eigentlich auch. So. Wir haben also die weißen Hemden drin. Wir haben die Holzschuhe drin. Wir haben die Lederschuhe drin. Die Hosen, die großen Stiefel, Handschuhe und Tunika. Okay. Ist hier ein Platz frei? Nee, sieht nur so aus. Ach, wegen dem Heiltrank. Ja, okay. Na gut. Dann machen wir mal auf. Wir können jetzt noch nicht zahlen. Wir öffnen den Laden. Heute Shopping Night. Sehr gut. Shopping Night heißt einfach nur, dass extrem viele Leute kommen, die alle dein Zeug wollen. Sehr schön. Das heißt, der Ladentisch wird jetzt gut bedient.
Es kommen sehr, sehr viele Kunden. Es kann nur gut für uns sein. Für mich und meine Verkäuferin, wenn wir hier richtig viel Absatz machen. Und danach können wir uns die Schulden ja locker leisten. Das können wir alles bezahlen. So. Ich muss ja darauf achten, wenn die ersten Waren leer sind. Aber noch haben wir alles. Auch so das Wichtige. Die wollen Heiltränke und Hosen, okay. Wir können ja mal, das haben wir alles noch. Ich hole mal lieber noch eins. Hosen haben wir. Leder haben wir nicht. Wir wollen noch Schuhe herstellen. Handschuhe haben wir auch gar nicht mehr. Die kaufe ich jetzt mal ein. Und die kaufe ich auch ein, okay. Kann ich sogar noch mehr holen. So. Und der will noch Heiltränke. Ach Mensch, ich hoffe nicht, dass noch mehr Heiltränke wollen. Aber da ist ein Trankverkäufer. Kann ich ja gleich mal fragen. So, kommen Sie näher, kommen Sie ran. 344, naja, so viel ist das eigentlich noch nicht. So, zeig mal. Der hat Suppen, was nicht schlecht ist. Ich will ja auch ein bisschen Suppen verkaufen. Und ich kann ja mal so 5 Stück holen. Schaden kann es ja nicht. Und hiervon auch ein paar. So, nochmal ein bisschen Holz. Und dann stelle ich nochmal Schuhe her. Das Holz will ich immer so gut wie es geht verbrauchen gleich. Hier will ich noch ein paar Schuhe. So, also die Materialien auch erstmal verbraucht. Tunika. Tunika ist nicht mehr da. Leinen und Wolle. Das werde ich mal gleich noch besorgen. So. Kommt der Lieferant. Dankeschön. Ich kann mir erstmal nur eine leisten, aber ist besser als nichts. So, jetzt hole ich mir noch einmal einen Stoff und stelle noch eine her. So, sieht doch ganz gut aus. Haben wir von allem ein bisschen. So, den Schuh gibt es hier doppelt. Dafür kommt der neue Heiltrank rein. Ja. Okay. Nächster Tag. Ach, seht ihr, ich wollte die Attraktivität ja noch ein bisschen erhöhen, aber mit 219 kann man eh nicht so viel machen. Da warte ich jetzt mal noch einen Tag. Die Schulden haben wir natürlich locker bezahlt, das war gar kein Problem. Jetzt habe ich hier noch Heiltränke im Angebot, die ich eigentlich ursprünglich gar nicht verkaufen wollte. Aber notfalls muss ich halt hin und wieder mal irgendwas nachbestellen. Aber je ausgeglichener das Sortiment ist, desto ausgeglichener ist auch der Gewinn. Es ist sehr, sehr schwer, 3 Warengruppen perfekt irgendwie anzubieten. Wenn man sagt, ich will alles machen, dann kommt man irgendwann nicht mehr hinterher. So. Leinen und Leder sind hier immer gefragt. So, mit Leinen. Und mit Leder. Da kann ich ja auch noch was kaufen. Die sind auch im Angebot. Das geht aber nicht mehr. Okay, dann gehe ich hier wieder runter und stelle meine Schuhe lieber selbst her. Zack. Ja. Ich mache das mal auch gleich. Das spart wieder so ein bisschen Platz im Lager. So, eigentlich bräuchte ich jetzt noch mal Wolle. Vielleicht ist der nächste Händler ja auch da. Da ist er.
Aber ich warte wieder, bis ich noch ein paar Sachen verkauft habe. Dann habe ich wieder Platz und Geld. Also wartet immer, geht nicht direkt hin. Es sei denn, ihr habt ohne Ende Geld und Platz noch da. So ganz am Anfang muss man so ein bisschen aufpassen, wie man das macht. Die sind aber richtig im Angebot. Die kaufe ich jetzt bei ihm. Obwohl ich nehme mal zwei weniger, da kann ich hier noch Leinen mitnehmen. So. Weil wie gesagt, die etwas teureren Sachen, die sind zwar wertvoller, aber es ist auch schwieriger, die an den Mann zu bringen. Die Billigsachen werden leider viel, viel lieber gekauft. Also die vier Sachen hier oben zum Beispiel werden viel öfter gekauft als die ganzen Sachen hier unten. Und deswegen ist es zwar schön, wenn die mal im Angebot sind. Man muss halt gucken, dass man die beliebten Sachen wirklich da hat. So, sechs davon. Dann nehme ich nochmal das gute Leinen. So. Ja, man muss immer leveln. Irgendwann kommt man an den Punkt, da hat man so viele Items, da schmeißt man dann die schlechten weg, dass man die guten weiterverkaufen kann. Was ich auch sehr, sehr mag, ist hier das Event der Tag des Königs. Da wollen alle die guten Sachen kaufen. Da wird man auch richtig viele Klamotten los. Und das macht richtig Spaß. So, hier stelle ich auch noch welche her. Okay. Na dann, nächster Tag. Ach, seht ihr, ich habe schon wieder nicht dekoriert. Na ja. Hier unten die Reihe habe ich ja noch komplett frei. Da könnte ich so viele Kerzen und andere Sachen aufstellen. Die Blumen zum Beispiel sehen ganz schön aus. Der will jetzt was Neues. Ja. Ich kaufe mal drei. Ne, zwei kann ich mir leisten. Dann nehmen wir zwei. Und ich habe schon zwei Kunden, die das haben wollen. So. Naja, so läuft der Laden ruhig und gemächlich. Man muss immer seine Schulden im Auge behalten. Aber ansonsten, wenn man ein bisschen vorsichtig einkauft und wie gesagt, ein großes Lager hat, dann klappt das eigentlich. So. Er hat noch gute Suppen. Die sollte ich mal mitnehmen. Sonst hat er nichts. Da kaufe ich bei ihm jetzt mal Suppen ein. Dann habe ich 8 Stück da. Du hast Level 15 erreicht. Damit kann man im Menü was freischalten. Was nehme ich denn? Muss ich was anbauen? Ich nehme mal den Herd. So. Jetzt kann ich mir selber Suppen bauen. Bauen. Kochen. Wir bauen jetzt mal eine Suppe. Fehlt hier irgendwas? Nö, sieht nur so aus. Kauft, Leute, kauft. Ich brauche euer Geld. Wir haben schon 701 Münze. Stopp, stopp, stopp. Uff, das war knapp. Na. Was brauchen wir denn? Wir brauchen wieder die Schuhe. Da brauchen wir ein bisschen Wolle. Ein bisschen Leinen. Da nehme ich mit Absicht wirklich das Gute. Und das Normale auch ein bisschen. So. Und dann stelle ich jetzt erstmal davon welche her? 3 Stück müssten okay sein. Handschuhe brauchen wir auch, aber die bestehen aus Leder. Hosen haben wir. Und für die Stiefel brauchen wir auch Leder. So. Mal schauen, was hat der denn dabei? Nehmen wir wieder zwei. Du hast Handschuhe. Zwar ziemlich gute. Den nehme ich mal mit.
Und nochmal Leinen. Nee, immer eine gerade Zahl. Das hat man nachher welche übrig. Und dann stelle ich hier einfach nochmal Hosen her. Und das reicht sogar schon für Level 17, oder? Ja, genau. So, noch ein paar Hemden. Okay. Leder wäre jetzt noch schön. Dann nehme ich noch zwei Leder und dann stelle ich noch Stiefel her und dann ist das Material erstmal raus aus dem Lager. So. Wir haben noch Heiltränke, wir haben noch Suppen. Guck mal, was wir noch brauchen. Ah, hier gibt es noch eine andere Suppe, okay. Nehmen mal drei. Und dann habe ich schon keinen Platz mehr. Das heißt, ich stelle wieder meinen Schrank ein bisschen zur Seite. Obwohl, ist ja eigentlich ein bisschen komisch, ne? Man stellt ja nicht immer die Schränke um. Ich baue uns mal hier eine Tür ein. Und den Laden können wir ja hier lang ein bisschen verlängern. So. Und so. Dann kommt auf diese Seite eine Tür. Dann kann da noch ein kleiner Schrank hin. Hier in die Ecke. Der da nicht hinpassen will. Also noch mal ein bisschen Möbel rücken. Das muss nämlich eigentlich passen. So. Ja, wer dieses Gerücke nicht mag, naja, der muss ein bisschen mehr Geld ausgeben und die einfach so stehen lassen. Ich habe mir gerade gedacht, hier könnte eigentlich noch ein Tisch hin. So, dann kann ich nämlich Folgendes machen, dann kommen hier einfach die Alchemietränke rein. Und die kommen dann hier wieder raus. Da dürfen zwei Suppen rein. Und so, da sind dann die beiden Hemden. Und hier ist dann der ganze Rest. Handschuhe. Die Schuhe, die Hose. Die Tunika. Okay, müsste ich alles drin haben, ne? Die billigen Schuhe, die ganzen Schuhe, Handschuhe. Ja. Und hier auf den Tisch packe ich dann einfach noch die beiden Sachen. So. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Ich würde nämlich gern noch zwei von der Salbe und zwei hiervon da haben. Und auch von der Suppe hätte ich gerne wenigstens zwei. Dass wenn wir Kunden haben, dass wir die auch bedienen können. Zwei ist schon ganz schön knapp, aber wir haben ja nicht so viel Lagerplatz. Ihr seht ja, wir sind ja schon wieder bei 101. Und ich will es ja nur so nebenbei mitmachen. Mal gucken, es ist jetzt Sommer. Ressourcen werden teurer, Nahrung wird günstiger und etwas mehr Kunden kommen vorbei. Das heißt, Nahrung könnte man eigentlich auch schon wieder rausnehmen. Weil der ja gerade gesagt hat, so richtig lohnt sich das nicht. So. Nahrung wird günstiger, da haben wir nichts von. Als Verkäufer. So, ich muss mal ganz kurz. So, ihr wollt mich ja bestimmt nicht niesen hören. Ich habe immer noch so ein bisschen Schnupfen irgendwie. Ja, Winterzeit kann so ein bisschen anstrengend sein. Aber wem sage ich das? Das kennt ja jeder. Ab und zu hat man halt Schnupfen, da kann man nicht viel gegen machen. So. Das ist etwas, das man aussitzen muss. Okay, ich könnte ja jetzt noch mit Rabatt. Guck mal, 75% auf Spargel. Kann ja einfach mal welchen mitnehmen.
Ich gehe nämlich davon aus, dass ich mir hier eine Küche kaufe und dass ich dann auch noch Essen anbiete. Alchemie mache ich nicht so gerne, keine Ahnung warum. Vielleicht weil man da so viele Kräuter braucht und auch so viel anbauen muss und dann alles so ein Stress ist, sich um alles gleichzeitig zu kümmern. Handschuhe sind fast leer, also muss ich mal gucken, ob Leder oder Handschuhe im Angebot sind. Ja, und jetzt schnell anklicken. Da wären Handschuhe. Ich nehme mal ein paar mit. Und dann gucke ich mal hier, was das Leder gerade kostet. Plus 29% ist okay. Hier stellen wir noch Handschuhe her. So, da kommt unser Lieferbursche. Okay, dann haben wir insgesamt 6 Stück. Ist doch schon mal gut am Anfang. So, für Hosen haben wir auch noch Material. Die stelle ich auch mal schnell her. Okay, jetzt habe ich ja so viel Geld, dass ich hier noch ein bisschen ausbauen möchte. Ja, warum nicht? Aber da muss ja nicht überall eine Tür drin sein, oder? Und da ich den Herd freigeschaltet habe, jetzt passt das mit dem Regal nicht so ganz. Moment. Ich stelle jetzt mal einen Ticken weiter nach vorne, weil ich muss ja da auch immer mal wieder ran. Ich hoffe, das passt so, sonst muss ich hier noch ein bisschen ausbauen. So, meine neue Küche. Ich mache mal den Herd nach vorne. Eigentlich ist es unrealistisch, dass es so eng ist, ja, ist mir schon klar. Aber für den Anfang muss man so ein bisschen tricksen. Dann ist einiges leichter. So, da mir das hier langsam ein bisschen dolle eng wird, werde ich gegen aller Vernunft hier auch noch ein bisschen ausbauen. Moment, die Wände hier machen wir mal zu. Da kann ein Ausgang nicht sein und da auch nicht. So. Ich möchte hier noch ein bisschen mehr Platz haben. Ich kriege ja sonst so ein bisschen Klaustrophobie. So, komm mal her. Klaustrophobie ist Platzangst. Für die, die das Wort noch nicht so oft gehört haben. So. Geht noch weiter nach hinten. Moment. Dann mache ich es mal ordentlich. Ja? Die Kunden sollen ja auch die Möglichkeit haben, sich hier mal ein bisschen zu bewegen. Obwohl die NPCs, die laufen auch durch einen durch. Die haben da gar kein Problem mit, wenn es hier irgendwie nur so einen halben Meter Breite gibt. So, jetzt kommen wir erstmal an alles gut ran. Wir können es ja mal so machen. Den stelle ich mal hier in der Mitte. So. Und dann kommt da noch so ein Kerzenständer hin. So, wow, Level 10. Da stand ja auch, wir können was freischalten. Level 15. Oh, die Tafel haben wir auch schon. Oh, ja, die brauchen wir. Wie geht das noch nicht? Nee, nicht bauen. Moment, kaufen. Geht die schon zu bauen? Ja, die Aufgabentafel, die habe ich am Anfang total ignoriert. Die ist aber Gold wert. Da brauchen wir jetzt noch mehr Platz, mein Gott. Die bringt extra Aufträge und damit auch extra Geld. Also was Besseres geht's ni gibt's nicht. Setz die mal dahin. Ich hoffe, das klappt, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Ich würde die nämlich einfach hier so in die Ecke reinschieben. Da komme ich ja erstmal nicht mehr raus, was auch doof ist. Moment.
Ich muss mir mal kurz einen Plan machen. So, ich bin jetzt fertig. Ich muss dir noch ein bisschen umbauen. Den Tisch hier in der Mitte, wo ich gerade stehe, habe ich verkauft. Da war einfach zu wenig Geld da. Ich habe jetzt hier diese Aufgabentafel hingesetzt. Die ist einfach sehr, sehr wichtig. Und die Attraktivität haben wir ein bisschen eingebüßt. Das heißt, wir wollen ja wieder volle Punktzahl. Ich setze hier einfach noch dekorativ einen hübschen Stein hin. Sehr schick, ne? Aber Attraktivität 10 ist schon Gold wert. Ich klicke jetzt mal hier rauf. Hier können wir Dinge einfach liefern und kriegen extra Geld. Das ist so eine Art Anschlagsbrett. Und ich sehe gerade, ich kann hier noch Suppe kochen, bevor ich das vergesse, mit meinem 75% Rabattspargel. Der ist wahrscheinlich nicht mehr grün, sondern inzwischen schwarz-grau-gelb. Aber damit konnte ich eine tolle Suppe kochen.